Hallo Freunde von Kochliebe XXL. Heute mache ich euch ein kleines Frühstück und zwar backe ich euch Hörnchen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Schaut zu und viel Spaß dabei. Ihr braucht 24 Gramm Hefe, etwas Salz, 60 Gramm Zucker, 2 Eier, 200 Milliliter Milch, 60 Gramm Butter und 500 Gramm Mehl. Als erstes vermischt ihr die Hefe mit der Milch. Bis sich vollkommen aufgelöst hat. So, das sieht mal gut aus. Die Milch sollte ein bisschen wärmer sein, also lauwarm. Dann passt das. Und nun mischt ihr die Restzutaten einfach miteinander, zueinander. Die Eier, den Zucker, die Butter und dann nehmen wir noch ein bisschen Salz. So, das genügt. Und das Ganze wird jetzt schön zusammen gemischt. Zuerst mal. Und wir fügen natürlich noch unsere Hefe hinzu. Schön alles raus. Und das Ganze wird jetzt zum Teig gerührt hier. Ihr könnt dazu einen Mixer nehmen. Wie immer sage ich, ich benutze gerne die Hand. Noch ein bisschen feucht, wenn es zu feucht wird nachher, nehmt einfach noch ein bisschen Mehl, gebt einfach noch ein bisschen Mehl dazu. So wie ich jetzt, werde noch ein bisschen Mehl dazugeben. Dann noch ein bisschen. Das macht jetzt ungefähr 5 Minuten lang.
So, das sieht schon ganz gut aus. So lassen wir den jetzt. Ihr bemehlt nun eure Arbeitsfläche ein bisschen. So, das sollte genügen. Nehmt euch den Teig raus. Und den Teig, den halbieren wir uns jetzt. Ungefähr so. Kommt jetzt so drauf an. So, ihr könnt euch jetzt behelfen, wenn ihr eine Form habt, nehmt ihr so eine Form. Und stecht das Ganze aus, dann habt ihr es schön rund. Den Rest benutzt ihr nachher wieder. So, das ist schön kreisrund. Und nun. Teilt ihr das Ganze so, das sollte, ihr könnt jetzt natürlich kleiner machen, könnt es größer machen. Ich mache es jetzt halt ein bisschen so. Und jetzt könnt ihr eins nach dem anderen ausrollen. Ich separiere das jetzt erstmal ein bisschen, damit ich Platz bekomme, damit ihr das besser sehen könnt. So. Und ihr rollt jetzt das einzeln aus. Da braucht ihr ein bisschen Mehl dazu, sonst hängt es. Und rollt ihr jetzt schön zusammen hier. Und gebt das auf ein Blech. Das nächste genauso. Schön einmehlen. Und dann kann man das ausrollen. Und so macht ihr das, bis ihr alles fertig habt. Wenn ihr das Blech dann voll habt, nehmt ihr ein sauberes Tuch und deckt es ab und lasst es für eine halbe Stunde stehen, damit die Hörnchen wachsen können. So, die Hörnchen, die waren jetzt eine halbe Stunde, haben die jetzt so gelegen, zugedeckt und jetzt bleibt euch nur noch die zu bestreichen. Und zwar nehmt ihr hier ein bisschen ein Eigelb und einen Teelöffel Wasser.
Und jetzt bestreicht er die hier einfach so. Und so fahrt ihr fort, bis ihr alle fertig habt. Und dann, euer Backofen ist schon vorgeheizt auf 180 Grad. Und dann werdet ihr dafür ungefähr 20-25 Minuten brauchen, bis eure Hörnchen fertig sind und essbereit. Später geht es dann weiter und da zeige ich euch, wie sie fertig aussehen. So, unsere Hörnchen sind jetzt fertig. Und bevor ich sie euch zeige, bedanke ich mich ganz recht herzlich beim Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, backt meine Sachen nach und gebt mir eure Erfahrungen. Und nun will ich euch zeigen, wie die leckeren Hörnchen aussehen. Danke, bis zum nächsten Mal und tschüss.